Willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession. Wir gucken jetzt mal, ob er das jetzt vom Shop übernommen hat. Ja. Und wir sollen jetzt quasi mal schleichen. Das wird bestimmt eine tolle Mission. Sind die da oben festgebackt jetzt, oder was? Sache sind die regelmäßig Checkpoints verteilt, damit man nicht immer wieder so weit den Kram wiederholen muss. Ich weiß ja eben auch halt nicht, wie nah darf ich ran. Darf ich die Wachen vermöbeln und darf bloß kein Alarm ausgelöst werden? Sagt man die Kreta oder die Kretans, Asterix? Mir ist es lieber, wenn du gar nichts sagst, Obelix. Eins von 12. Da fällt mir mal ein, ich wollte noch mal gucken. Könnte ich jetzt... Ja, ich könnte reisen. Nee, Mission 66, nee, Mission 100. Tatsächlich, wir haben ja die ganzen anderen beiden Nebenmissionen liegen lassen. Vier, vier, zwei, ein Knochen, aber dafür auch ordentlich Würfel. Achso, ich wollte mal gucken. So, ah, hier sieht man das. Es fehlt noch ein Zaubertrank und einmal Energie. Energie und ein Schlag. Mit seiner Wampe. Und der Hinkelstein hat noch eine Verbesserung, die uns fehlt. Okay. Also sag jetzt aber nicht. Nein, das zählt nicht. Oh, das war jetzt alles umsonst. Oh, das ist extrem ärgerlich, ey. Ich hätte es wenigstens gut gefunden, wenn halt alles, was man aufgesammelt hat, so zählt. Dass die Kisten halt kaputt sind, etc. Ach. Gut, das wird auf jeden Fall schon mal nicht mein Lieblingslevel. Kann man wohl schon mal so festhalten.
War hier nicht auch noch was? Das war nur der Innenhelm, ne? Glaube ich. Ah, da hat man von weitem schon den Kranz gesehen. Sagt man die Kreta oder die Kretans, Asterix? Mir ist es lieber, wenn du gar nichts sagst, Obelix. Schnell um die Ecke. So, die Frage ist, wie komme ich da jetzt am Schloss vorbei? Wahrscheinlich links irgendwie. Wenn die hochgehen und die wieder nach links, dass ich mich links oben verstecke. Schnauze, Ilfix. Ich verstehe teilweise nicht, warum solche Missionen immer eingebaut werden. Also nicht immer, aber es ist ja oftmals so bei Spielen, lass dich nicht erwischen, Blase, jetzt bliblablub. Ich meine, warum? Wir kloppen uns durch ganze Garnison und plötzlich dürfen wir nicht erwischt werden. Was hat das für einen Grund? Die werden wir doch alle vermöbeln. Sagt man die Kreta oder die Kretans, Asterix? Mir ist es lieber, wenn du gar nichts sagst, Obelix. Okay, hinter Kisten kann ich mich also nicht verstecken. Was ich ein bisschen stussig finde, aber okay. Und man sieht eben auch null, wie weit die eigentlich blicken können. Könnte ich mich jetzt zum Beispiel... Oh. Und die habe ich nicht mal vorher gesehen. So eine Scheißmission, ey.
So, die sind doch auch festgebackt da gewesen. Normalerweise latschen die doch... Ah, naja. So, die sehen uns wieder nicht. Hallo. Sagt man die Kreter oder die Kretans, Asterix? Mir ist es lieber, wenn du gar nichts sagst, Obelix. So, jetzt sind wir wie oft hier? Zum vierten Mal oder so? Und das meine ich eben mit, dass da nicht mal irgendwie ein Checkpoint zwischendurch ist. So. Wie konnten mich die eigentlich letztes Mal erwischen? Die gehen jetzt hoch. Wir konnten nämlich dann sehen. Es gibt auf dieser Insel nichts zu essen, Asterix. Das nennt man die Kreta-Diät, mein lieber Obelix. Wird irgendwie mal gespeichert oder so? Das wäre fein. Ah, Speicherpunkt. Das sieht schön aus, diese ganzen roten Ständer. Nicht wahr, Obelix? Solche haben sie nicht einmal in Rom. Naja, diese Ständer sind weitaus weniger schön als mein Hinkelstein. Nicht wahr, mein Hinkelstein? Kannst du mal aufhören, mit dem Hinkelstein zu reden, als wäre er ein Haustier, Obelix? Das ist wirklich peinlich. Ich rede mit meinem Hinkelstein so, wie ich will. Und wenn Herr Asterix eifersüchtig ist, kann er sich ja einen dieser roten Ständer nehmen und mit ihm sprechen. Idefix, misch dich jetzt nicht auch noch ein. Ich bitte dich, Obelix, fang nicht schon morgens an zu schmollen. Los, komm, mein Hinkelstein, wir gehen. Gut. Die Frage ist, kann ich jetzt einfach zurück und... Das wird's lustig. Es sind gar keine Wachen mehr da, ne? Doch. Okay, ich renne mal kurz hoch, damit er den Knochen saved. Oder auch nicht. Okay, ich würde mich jetzt trotzdem interessieren, ob wir den Strand in Ruhe aufräumen könnten. Ich hoffe, das war der einzige Schleichpart vom Spiel, ey. Ja, na klar. Wie sinnlos. Ich meine, wir haben jetzt quasi nicht mal irgendwie eine Information bekommen, womit sich das vielleicht irgendwie rechtfertigen ließe, dass man sagt, oh, vor mussten wir leise sein, um irgendwen zu belauschen zum Beispiel. Jetzt gehe ich einfach zurück und niete die so um.
Kann ich die eigentlich auch zu Tode verbrennen? Jo. Auch eigentlich nicht schlecht. So, habe ich hier noch irgendwas verpasst? Aber es sind scheinbar... Ja, es sind weniger Einheiten als vorher. Muss ich hier auf ein Schiffi leihen, oder was? Hallo? Noch mehr Nachschub. Hallo. So. Dann machen wir an dieser Stelle ein Folgenpäuschen. Spitzbedanke mich. Bis dann.